Leute, herzlich willkommen bei Doom 3 BFG Edition mit dem letzten Teil, wie ich es versprochen habe. Wir haben ja bereits die Doom 3 Kampagne durchgespielt, wir haben Auferstehung des Bösen durchgespielt. Jetzt gibt es eigentlich nur noch The Lost Missions, die verlorenen Level, die es im Original Doom 3 nicht mehr ins Spiel geschafft haben. Und ich glaube, sie beginnen dort, wo das Bravo-Team von den Dämonen abgeschlachtet wird. Also kurz bevor wir diese Nachrichtenkarte bekommen haben, wo wir die Flotte rufen sollten. Kann man sagen, wir starten einfach und wir spielen natürlich wie immer auf Veteran. Das Ganze ist blind, genauso wie Auferstehung des Bösen, und ich denke mal, wir werden jetzt ein Intro sehen. Ich gehe mal davon aus. Viel Spaß dabei. Ruhe, habt ihr das gehört? Anführer hier, wie ist der Status? Korridor ist frei. Hier ist nichts, Sir. Was zur Hölle? Hurensohn! Anführer Schenkel X. So beginnt The Lost Levels. Was ich jetzt allerdings schon ein bisschen schade finde. Erstens, ich habe keine Waffen, nur meine Fäuste, meine männlichen Fäuste. Was ich schade finde, ist, dass sie diese Lost Levels im Nachhinein nicht in das Hauptspiel mit integriert haben. Dass sie gesagt haben, wir schneiden es gleich so zusammen, wie es eigentlich geplant war. Das wäre eigentlich super, super cool gewesen. Und das Zweite, was mich jetzt schon wieder stört, ist, ich habe meine Betty nicht mehr. Ja, die gibt es ja nur mit on, leider. Das macht mich traurig. Kommst du hier? Anscheinend von oben. Hier ist es seltsamerweise ziemlich hell, muss ich sagen. Und wir bekommen gleich ein Sturmgewehr. Das macht mich ein bisschen stutzig. Health Station. First Aid Station. First Aid Station natürlich. Nicht Health Station. First Aid. Ja, da ist er. Au. Das war jetzt fies. So. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Lost Levels sind. Ich habe auch keine Ahnung, was uns erwarten wird. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir im Großen und Ganzen auf das treffen, was auch im Doom 3 Hauptspiel anzutreffen war. Also Imps und diese kleinen Dämonen, genauso wie Pinkies, denke ich jetzt mal. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde diese Türen irgendwie extrem stylisch. Ich glaube, das liegt an den Blinklichtern, aber ich weiß es auch nicht. Weiß nicht, die gefallen mir tierisch gut, diese Lichter. Shotgun. Ich schaffe die Zugang zur Zentralsteuerung. Au. Ups. Ah! Nicht? Nein! Geh weg! Dass ich heute nichts mehr treffe, hey. Das macht die Sache einfach. Na, wo ist er? Ja, ich vermisse meine Betty. Das On lohnt sich schon allein wegen der Betty, ja? Wegen der Doppelpumpgun. Wäre natürlich... Ah nein, nicht du, nicht du, nicht du! Peitschneide! Wäre natürlich jetzt extrem cool, wenn Betty es auch hier in die Lost Levels geschafft hätte. Da wäre ich voll dafür. Was brauche ich denn hier wieder? Ungültige Sicherheitsfreigabe. Da brauche ich drei verschiedene Pads. Eieiei. Nicht Pads, PDAs. PDAs sind natürlich gemeint, nicht Pads. Wobei mich doch schon ein bisschen wundert hier in der Zukunft, dass es da noch PDAs gibt und keine iPad-Verschnitte. Hi, Zombie! Und tschüss. Okay.
So, ich glaube, wenn die Lost Levels fertig sind, kann ich eindeutig sagen, ich habe genug Doom 3 für ein Leben gespielt, ja. Wobei es wahrscheinlich auch für zwei ja, reichen würde. Aber hey, Doom 3 BFG Edition, einfach awesome. Ich habe jetzt gedacht, dass ihm das Gelick wegsprengt, aber das war dann nicht so der Fall. Das ist alles irgendwie so einfach nach Auferstehung des Bösen. Hallöchen. Pimpi Pimpi. Ach, mein Ding habe ich ja auch nicht mehr. Meine Gravity Gun. Bleib liegen. Das sieht so verdächtig aus zu unten. Ich weiß auch nicht, oder? Sollte ich unten lang oder soll ich oben lang? Fragen über Fragen. Ja, wenn man so viel Doom 3 gespielt hat wie ich, kann man sich schon ein paar Sachen zusammendenken. Au. Das wollte ich jetzt eigentlich stylisch ausweichen, hat aber nicht geklappt. Die Tür ist offen, die Tür ist zu. Huch. Schießt mir einfach so ins Kreuz, das gibt's ja nicht. Oder hat es zumindest versucht, so muss ich sagen. Vorsicht. Es ist immer gut, irgendwann ins Dunkel hinabzusteigen, wo man wenig sieht, ja. Das erhöht meine Überlebenschance ums Dreifache. So, Nummer 1. Da ist er. Hab mich schon gewundert, wann du auftauchst. Und da ist dein Kollege. Man darf sich mal wieder die Fingernägel schneiden, die tun ewig viel weh. Lass mich raten, das ist kaputt. Setze den Schalter für die Energieversorgung in den Lift. Stand da in den Lift? Ich konnte es wieder nicht lesen, das ging zu schnell weg. Wartungszugang. Ich glaube, so kleine Wartungstunnel sind immer eine schlechte Idee, wenn man da reingeht. Das hebe ich mir auf, für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie so, was schief gehen kann hier bei Doom. Ja, zum Beispiel. Steht einfach hier und wartet. Der spinnt doch. Oh, Hallöchen. Gut, der kam unerwartet hier in dieser Nische. Das muss sogar ich zugeben. Ich bin zwar jetzt nicht wirklich erschrocken, aber ich war so kurz davor. Sind die Zombies schneller geworden? Da kommt es irgendwie so vor, als wären die um einiges flinker auszufahren. Tür ging zu. Wie stupid die einfach auf mich warten würde. Was haben wir hier? Hä? Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ach, jetzt geht. Hä? Hä? Moment, da habe ich doch was übersehen, oder? Oder ist das ein anderer Tunnel? Das sieht ja genauso aus. Wartungsbereich 07. Nee, habe ich den erschossen? Bin ich hier lang? Da war einer. Ich habe irgendwas übersehen. Ah, Stromgenerator. Den habe ich übersehen. Stromversorgung reaktiviert. Das heißt, der Kühlschrank geht wieder auf der Marsbasis. Das ist einfach darum. Tut nichts. Guckt nur blöd. Ah, jetzt geht der Lift wieder. Das ist praktisch. Ah, dachte ich, das ist noch ein dritter. In Wahrheit war es nur der Blutfleck. Na sowas, aber... Rotes Fass? Das könnte gefährlich werden. Ja, hat nichts gebracht. Nein, du springst mir nicht auf den Kopf. Und hopp, und hopp. Da fliegen die Kniescheibchen. Was soll das sein sollen? Da unten war ich noch.
Au! Ich wollte den da unten jetzt erschießen. Wo ist denn der? Okay, der ist weg, der ist verschwunden. Ah, der kommt von da hinten. Alles klar. Ihr mit euren blöden Feuerbällen die ganze Zeit. Nervt. Nervt vielleicht. Das ist so der Hammer. Okay, nach zweimal eine ganze Doom-Kampagne immer mit Imps und diesem anderen komischen Add-on-Tierchen da mit dem langen Schwanz. Ihr wisst schon, irgendwie diese Grünkugeln werfen. Ey! Viel zu nah, viel zu nah, viel zu nah. Upsa. Wunderbar. Also in Doom 3 kann man wunderbar für Völkerball trainieren. Definitiv. Ausweichskills. Neuer Level. Nein, du Peitschenluder. Was? Drei Schuss mit der Schotti? Wirklich? Drei Schuss? Junger Mann. Ich hätte gern wieder meine Betty. Da war es nämlich nur ein Schuss und da war nämlich Ruhe. Au! Treffe ich heute nicht oder bin ich die andere Schotti gewöhnt? Wo war jetzt die Heilstation? War die hier unten? Hier. Natürlich ist sie im Vorraum. Wo wäre sie denn sonst gewesen? Schade, dass man die Levels damals rausgeschnitten hat aus dem Hauptspiel. Okay, das Hauptspiel ist eigentlich lang genug, aber von dem her wäre es halt schon auch toll gewesen. Kontrollraumzugang. Ach, das ist hier. Okay. Hallo, ist da jemand? Hallo? Hier ist Station Access. Kann mich jemand hören? Ich glaube nicht, dass da noch jemand lebt. Helfen Sie mir. Die Zeit drängt. Ich heiße Richard, Dr. Richard Myers. Und ich glaube, ich bin der letzte Überlebende meines Teams. Bevor die Verbindung abbrach, arbeitete ich mit den Ingenieuren. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ohne ihre Hilfe könnten wir alle sterben. Kann ich auf Sie zählen? Die Lage ist die. Wir haben vor dem Angriff Tests durchgeführt und ich habe die Kontrolle über die Kommunikationsrelais verloren. Und jetzt haben wir einen funktionierenden aktiven Teleporter in der anderen Dimension und wenn er nicht zerstört wird, könnten diese Kreaturen damit sogar bis zur Erde kommen. Sie müssen mir helfen. Ich habe getan, was ich kann. Ich habe nicht genug Energie, um den Teleporter auf dieser Seite zu aktivieren. Die Ingenieure wollten Hilfsenergie von der Energieproduktion direkt zum Access-Labor leiten. Aber jetzt sind Sie wohl der Einzige, der helfen kann. Ich lade die Datenanweisungen auf die SSD Ihrer Konsole. Wir haben schon ein SSD-Laufwerk. Nehmen Sie die SSD, finden Sie das Hauptkraftwerk in Sektor 2, stecken Sie sie ins Hauptterminal und ich kontaktiere Sie dort. Uns bleibt wenig Zeit. Beeilen Sie sich. Das ist auch sehr interessant, dass wir jetzt schon den dritten Protagonisten spielen. Ja? Wir haben einmal den Doom Marine, der ist ja, hat ja überlebt. Dann hatten wir den Soldaten aus Auferstehung des Bösen und jetzt den vom Bravo-Team. Oh, PDA. Alan Rhodes. Ach, das heißt, würde ich doch was lesen. Ah, Alan Rhodes. Zwei Audiologs, das ist was ganz Neues. Transferdaten. Ich weiß, wie hart Sie an der Aktivierung des Hilfskerns arbeiten, aber um Betrugers Terminvorgaben einzuhalten, bräuchte ich Ihre Hilfe bei den Übertragungsdaten. Ich schicke Ihnen die Blöcke 37 bis 52. Bitte gehen Sie sie so schnell wie irgend möglich durch, Dr. Myers. Fröhliches Halloween. Ja, das passt. Ich habe gerade die Kinder ins Bett gebracht. Bis sie schlafen wird es bei dem Zuckerrausch allerdings noch ein bisschen dauern. Bobby ist wieder aus Kabel gegangen und Sally dieses Mal aus Teufelchen. Damit sind die Prinzessin-Zeiten wohl vorbei. Sie hat sich eine tolle Forke aus Schrottresten aus deiner Werkstatt gebastelt. Ohne dich macht das Kürbisschnitzen nur halb so viel Spaß. Und wir vermissen dich alle furchtbar, liebe Sharon. Hilfsenergie-Update. Audio-Log von Chief Alan Rhodes, 12. Oktober 21. Wir arbeiten mit dem Kopfmaschinen. Nach meiner Rechnung sollte dadurch die Konverterleistung erheblich ansteigen.
Ihre Meinung nur nicht zu verstanden. Ehrerweise ist das Betrugersprojekt. Myers befolgte nur seine Befehle und macht seine Arbeit. Was wir machen, ist jedenfalls nicht einfach und erfordert unseren gesamten Einsatz. Die Erweiterung der Delta-Übertragungsdaten ist ein komplizierter Prozess. Sein Vorschlag erfordert den Einsatz einer kompletten Verteilerbank. Zum Glück können wir der ganzen Hilfseinheit arbeiten. Hoffentlich können wir in den nächsten Wochen parallel dazu den Hauptverteiler vorbereiten und die Hilfseinheit mit genug Leistung für die Leute im Access-Labor laufen lassen. Das ist erst einmal alles. Alan Rhodes, Ende. Und dann haben wir noch persönliches Update. Chief Alan Rhodes, 15. November 21:30. Die Lage hier in Sektor 1 ist schlecht. Nach der Synchronisierung des Hilfskreises mit dem Hauptverteiler gab es eine große Überladung. Die Leistungswerte sind nominell, deswegen kann es nicht im Hilfskern gehen. Es klingt nach einem Problem des Hauptverteilers. Aber auch mit dem Feuer, bevor die Kommunikation zusammenbrach. Wir versuchen verzweifelt, Myers im Access-Labor zu kontaktieren. Mehrere meiner Techniker sind vermisst. Ein Techniker berichtete von einem Blutbad nahe einer Kühlmitteltransferstation. Nach dieser Übertragung verstummte sein Funkgerät und wir haben nichts mehr von ihm gehört. Einige meiner Techniker sprechen von seltsamen Kreaturen, die in der Luft erscheinen. Auch von ihnen ist noch keiner zurück. Mein Team und ich haben uns in einem Kontrollraum hier in Sektor 1 verbarrikadiert. Wir arbeiten daran, die Funkverbindung zu reparieren, aber ich weiß nicht, wie lange wir noch hier bleiben können. Bis zum nächsten Update. Chief Rhodes, Ende. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier an dieser Stelle eine erfrischende Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge von Doom 3 mit den Lost Levels wieder oder Lost Missions, je nachdem, wie es halt heißt. Ich darf mich bedanken, ich bin euer Zack und ich sage immer Stay tuned and so long.